spüren? Nein. Könnt ihr das Mikro? Ready? Good. Thank you all for coming to help me celebrate the life of my husband, Eugen. The hardest thing is to say goodbye to yesterday. How do I say goodbye to what we had? The good times that made us laugh outweigh the pain. I don't know where this road is going to lead. All I know is where we've been and what we have. Und auch das Musikalische. Er wollte auch immer Musiker werden. Unser Vater hätte ja lieber einen Gärtner gehabt, der das weitermacht. Da war nichts zu machen. Er ging seine Wege. Es gab auch Strafen, weil er nicht so das getan hat, was er sollte. Aber ich selber habe ihn immer sehr bewundert, hätte viel und gerne was von ihm gehabt, von seiner Persönlichkeit, von seiner Freiheit und seinem Durchsetzungsvermögen und gegen alle Widerstände doch zu machen, was er wollte. Zum Schluss will ich ein Vers sagen. Ich liebe die Lieder von Reinhard May. Schade, dass du gehen musst. Lang vor deiner Zeit. So wie ich die Dinge sehe, tut's dir selbst schon leid. Einfach so hinauszugehen, hast du nicht bedacht, was dein Fortgehen uns, mein Freund, uns für einen Kummer macht. Was dein Fortgehen uns, mein Bruder, für einen Kummer macht. There were so many musicians that wanted to participate and pay their respects for Eugen, then we would be here for a week, I think. But I want to especially thank the musicians who are here now to help honor Eugen and his love of music. And I thank you. And first of all, our Brasileiros would like to play something.
spielen für Eugen eine Komposition von Milton Nascimento und Fernando Brandt namens Encontros e Despedidas, was so viel heißt wie Treffen und Abschiede. Eugen had a very large family. He only got to meet about 60 or 70 of his relatives on the Panamanian and American
side. And he also has a family here in Berlin, mostly. Our niece, Claudia, was not able to come here. Und sie ist eigentlich unsere Ziehtochter. Aber sie hat was geschrieben. Und ich würde gerne das dann hier vorlesen. Lieber Eugen, du warst für mich nicht nur mein Onkel, sondern vielmehr, als du es wahrscheinlich wusstest. Wenn es mir schlecht ging, hörtest du mich an und gabst mir deinen Rat. Deine herzliche, selbstlose und liebevolle Art werde ich nicht vergessen. Du bist viel zu früh von uns gegangen. Ich hatte dir gern noch so weit gesagt. Danke dafür, dass du meiner liebsten Oma Augusta Hahn eine Zuhause gegeben hast auf ihrem letzten Weg. In meinem Herzen wirst du für immer sein. Ich wünsche dir auf deine letzte Reise alles Liebe. Deine Nichte, Claudia. Eugen und ich, wir kannten uns fast ein halbes Jahrhundert, 47 Jahre. Ich lernte ihn, als ich 18 war, kennen. Wir haben in einer Soulband gespielt, er am Bass, ich am Gesang. Und er sagte damals schon immer, swingen muss es, swingen muss. Er hat mir so viel über Jazz beigebracht, den Jazz zu entdecken. Ich hatte ihn immer, als ich 18 war, bewundert. Ich dachte, der konnte jeden Musiker, wer egal wo spielte. Lee Morgan, das ist doch Lee Morgan. Er hat alle Bands, alle Besetzungen rausgehört. Wie macht er das? Kein Wunder, das ist die Liebe zur Musik, zum Jazz. Viel hören, überall dabei sein. Mir ist es dann später auch so ergangen, durch ihn. Ich konnte besonders die Vokalisten natürlich, auch alle, ich habe das gehört, ach, das ist doch die und die oder der und der. Und für mich war Lambert Hendricks in Bavan, gab er mir at Newport 67 und sagte, das ist der Inbegriff des Jazz. Und nur da bin ich dann auch immer weiter hineingewachsen. Und in den 70ern, Anfang der 80er, er war dann 77, wir haben die Band dann verlassen, auch Manager, er war damals schon immer tatkräftig unterwegs mit seinem Aktenkoffer. Und ich war mit einem Jazzquintett unterwegs und in meinem Repertoire war It Ain't Necessarily So. Eugen hat mir mit einer solcher Hingabe und Leidenschaft die ganze West Side Story erklärt und um was es in diesem Titel geht. Und das fand ich, wie wir sowieso immer seine Geschichten kennen, immer sehr faszinierend. Und die Liebe zum Jazz und auch dann zum Jazzkeller hat uns immer verbunden. Legendär war dann auch er als Manager unsere SU-Tour, die Russland-Tour 1981. Er musste viel ausbaden als Manager, weil man kriegte dann natürlich irgendwann nach 7 Wochen einen Koller. Und als wir dann im Westen waren, 84, und das habe ich an Eugen immer bewundert, er wusste genau, was er wollte. Und es war immer sein Traum, sein Wunsch, selbst etwas zu machen. Ein Laden, haben wir mal gesagt. In West-Berlin 84, wir waren eigentlich auf dem Weg nach Bremen zu Sidney Busch, sind aber in West-Berlin hängen geblieben. Waren Piano-Bars unheimlich in
Und wir haben uns auch welche angeschaut, waren auch in München, Domizil, Leopoldstraße. War alles nichts und das Wahre. Und dann kam eben der berühmte Anruf 1986 von, ich glaube, Uli Blomel war es, das war der andere, der Manager, der dann auch in Wuppertal war, der war verantwortlich sozusagen für den Free Jazz, der Jazzkeller sucht neue Pächter. Und das war dann klar und das war dann auch der Grund, dass man die Insel im Roten Meer verlassen hat. Und Eugen wusste, wie gesagt, genau, was er wollte, hatte auch das Angebot von seinem Onkel aus Bochum nicht angenommen. Man kennt den Eugen, der ihm da vorschlug, wenn du an der Staatsoper Hannover fest angestellt bleibst, zahle ich dir das ganze Leben lang die Miete. Na, das war ja nun gar nichts für Eugen. Das war überhaupt nichts für Eugen, schon wieder abhängig. Man war erst im Osten abhängig, selbst als Manager konnte, hatte man nicht, musste man auch immer so Stiege um hinten was machen, war von der Künstleragentur abhängig. Ja, und das andere ist halt Geschichte. Und ich kann nur sagen, mir fällt noch ein, Eugen hat wirklich ein erfülltes Leben gehabt, der hat seinen Traum verwirklicht, hatte drei Frauen und besonders mit der letzten das ganz große Glück gefunden. Und wir sind trotzdem immer Freunde geblieben. Er war ein großer, ein großzügiger, ein großherziger Ex-Mann und lieber Freund. Und da er auch Gärtnerssohn war, vermisse ich dann nun auch die vielen Fragen. Kriegen seine Blümchen nicht mehr, seine Wildblumen, die er so geliebt hat. Und mir ist eben noch eingefallen, es musste ja dann auch mal Ordnung herrschen. Und zur Scheidung dann 97, wir haben immer gesagt, wir sind glücklich geschieden. Und wir kamen natürlich zu spät. Und dann fragte uns irgendwie der Scheidungsrichter, das war so ein kleines Zimmer, sagen Sie mal, sind Sie wirklich sicher, dass Sie sich scheiden lassen wollen? Weil wir haben es halt prima verstanden und sind dann hinterher eingehakt, frühstücken gegangen und haben trotzdem eine gute Freundschaft gehabt. Er war auch dem Philipp ein toller Vater, großherzig, ein guter Freund. Und ich, wie wir alle, vermisse ihn auch. Hallelujah, we love you so. Mach's gut, Eugen. Eugen hat viele Wegbegleiter. Er hat eine sehr volle Leben auch in Berlin gehabt. Leider wegen des Todes. Die meisten können ihm nicht kommen, aber eine besondere Mensch, eine von Eugens älteste Bekanntschaft, hat das trotz allem hier geschafft. Fritz Jakob. Thank you.
Eugen also had a lot of connections to other clubs and interested people here in Frankfurt. Every Tuesday for I have no clue how long, some of them would meet and discuss everything, jazz and music and politics and who was doing what. And he always looked forward to these Tuesday meetings. That was a set appointment in his calendar. And I'm glad to see that so many of the Stammtisch are here today. And one of these owners that he was especially close to, Michel Damm, from Mampf, the jazz kneipe Mampf. Michel, they've a long history. And so he basically came here. I originally found or was introduced to Mampf. Eugen dragged me in there. And I said, I'm not going in there. You know, where are you bringing me? Some kind of a juke joint. But once you're in there, you have the most authentic people, the most authentic and eccentric, just like Eugen is the owner. It's a wonderful friendship. And thank you for being a friend for Eugen. Eine der letzten Tassen Kaffee, die Eugen getrunken hat, waren eine mit mir und Carrie zusammen am 16. Dezember, eine Woche nachdem er aus der Klinik entlassen war. Und wie immer, kurz vor Weihnachten bekommen wir Freunde CDs mit 70 oder 80 Titeln. Jazz, Soul, Blues, Weihnachtstitel, verjatzt und funky. Und diese Sammlungen liegen also zuhauf in unseren Kneipen, wenn wir Kneipen haben, oder zu Hause bei den Freunden. Genauso, die bekamen alle immer eine riesige Sammlung selbst zusammengestellter Titel. Und so auch am 16. Dezember, nachdem ich den Kaffee getrunken hatte, sagte er, oh, jetzt geh ich nochmal hoch und machen wir nochmal auf deinen Stick noch mal ein paar Titel drauf für Weihnachten. Und da bin ich mit ihm dann hoch in das Büro, wo er immer sein Programm gemacht hat, an wie professionell man das eben macht, mit zwei Bildschirmen arbeitend. Und immer gleich kommt ein Anruf, ja, Eugen Hahn, Jazz Keller, gleich wird ganz offiziell begrüßt, der anruft. So, und jetzt machen wir schnell mal die Titel drauf. Aber zwischendurch wird dann immer noch irgendwas anderes gemacht. Also er war multifunktional tätig, immer. Gut, und dann, als er fertig war, hatte mir das auf den Stick, habe ich den Stick bekommen. Und dann habe ich gesagt, oh, ich mache ein Foto. Habe ich noch ein Foto von ihm gemacht, habe ihm das gezeigt. Und da wir ja in einer sehr schwierigen Zeit leben, nicht nur die Gastronomen, sondern eigentlich alle, der ganzen Welt. Und er guckte auf diesem Foto so freundlich und hoffnungsvoll in die Kamera. Und das ist auf dem Bild auch drauf. Und dann fragte ich ihn dann, was würdest du denn sagen? Was soll man denn den Leuten dazu schreiben? Und Eugen sagte, durchhalten. Again, thank you on the musicians who are here to honor Eugen, Tony Lakatos, Martin Sasser, Thomas Heideplin, Andreas Neubauer. Thank you.
In July last year, after my dear sister died from COVID, Eugen and I were speaking about our final wishes as Mr. Environment, as my family always called him. He said it would be nice to give back to nature, and that's why we're here today. Philip, Christoph, Marcus, please come and bring your papa to his final resting place. Please join us to lay my dear husband and our papa in his final resting place and to give him his well-deserved last round of applause. Please come.
wir müssen alle hin.